Horner, jetzt zieh dich schnell. Pass auf, pass auf. Jetzt sind die Schnappkräne. Auffangen, nicht so auffangen. Na, das war ja jetzt schade. Und dann noch eine Kapuzenlauf, ist die ganze Hardcore weg. Schade und sonst. Na. Und auf geht's, Achtung. Jetzt ist soweit. Oh, das ist aber schade. Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, 50 Euro zu verdienen. Kalt hier. Zweiten Tag des Internationalen Drachenfestes Berlin-Brandenburg hier in Potsdam. Und ich heiße alle ganz herzlich willkommen, Publikum ebenso wie Drachenflieger. Offiziell ist jetzt Beginn, was wir da oben haben am Himmel, diese schwarzen Drachen mit den Augen. Das ist das Team Volantra aus Ferrara in Italien. Sie waren schon einmal hier bei uns. Thank you.
Wir hoffen natürlich, dass es viel gewesen ist. Hier auf der Wiese angekommen und zieht sie langsam wieder runter, denn der hat ja noch viel mehr im Gepäck. Oh, das ist sehr nett, dass sie da noch mal. Ja, das ist die bezahlte Klacke. Ich möchte gerne auch von den anderen Gästen ein bisschen was mitbekommen. Herzlichen Dank. Ja, das ist das Orchester oben. Wunderbar. Wir haben dann doch ein bisschen Wind nochmal bestellt, nachgeordnet und jetzt haben wir entsprechend den Wind online zu zeigen. Ja, reicht nicht ganz. Betty, geh vom Orchester. So, jetzt kommt der Drache und unser Conny. Ja, meine Damen und Herren, dieser gelbe Drache von dem Andreas Grimm, sie nutzen Natursymbol, gerade der Frosch wird gesehen als ein Botschafter. Und dieser schöne Genki, so heißt diese Drachenform, kommt jetzt auch runter. Jetzt werden wir mal sehen, wie das funktioniert. Thomas, du hast entsprechende Musik da. Ah, ihr holt euch. Ihr holt euch die Bonbons, ja? Bonbons, dreht den Drachen einfach und schon ist es passiert. Ja, Stefan, du machst es aber leicht. Ich freue mich aber trotzdem riesig darüber und ich hoffe, dass wir morgen noch schön gemeinsam...